Präsenz der deutschen Bundesländer ist beachtlich. Die Präsenz Bayerns ist besonders. Sie ist wahrnehmbar. Sie ist insbesondere besonders, weil das, was Bayern verkörpert, nämlich die gelungene Verbindung zwischen Tradition und Moderne, hier bei einem Smart City Kongress idealerweise dargestellt wird. Das ist gelungen, das ist gut und ich habe auch einige Rückmeldungen von internationalen Messebesuchern erhalten, die bei uns auf dem Stand waren und die waren durchweg positiv und das freut die bayerische Staatsregierung. Wir sind ja bei dieser Messe mindestens zum fünften Mal präsent. Die Unterbrechung mit der Pandemie eingerechnet seit 2016 eben. Diese Messe hat einen ganz besonderen Charakter. Hier wird die Bedeutung, die Herausforderung des Themas Digitalität, smarte Stadt für die Raumentwicklung Bayerns greifbar. Innovation im Kontext der Siedlungsentwicklung wird hier verstehbar. Man kann faktisch die Notwendigkeit der Weiterentwicklung der digitalen Zukunft unserer Städte hier greifen. Und das ist etwas, was nachhaltig beeindruckt. Also vom Thema digitaler Zwilling bis hin zur Frage der organisatorischen Entwicklung unserer Verwaltungen unter dem Eindruck des Megatrends der Digitalität. Das ist das, was ich mitnehme, dass wir hier A, auf dem richtigen Weg sind, aber B, auch die Geschwindigkeit noch erhöhen dürfen.